Es ist schon wieder 19 Uhr? Wo ist denn hier die Zeit hin? Wir haben doch gerade erst mal angefangen. Partei! Das ist die nächste. Keine Munition im Lauf! Och Mann! Hier ist ganz schön was los. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karin, in der Warzog-Mod. Und ich bin schneller zu Hause gewesen, als ich wollte. Bin gestorben. Es kam mir was in eine Quere, was explodieren kann und auf was man nicht schießen sollte. Und was soll ich sagen? Der erste Treffer hat gesessen. Ich hab mich umgedreht, zack, bumm, zack, der explodiert. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Was für ein Pech muss man denn haben? Gut, ich habe jetzt erstmal den ganzen Stuff nach Hause gebracht. Ich habe jetzt auch schon mal Gebietsschutzblock. Genau. Den hätte ich mir schon gebaut haben. Und da ich gerade sehe, dass das scheiße ist, abzubauen, werde ich den da oben anklatschen. Das passt schon. Ey, das kann nicht wahr sein, ey. Ich habe es bis hier vorne geschafft. Bis da hinten irgendwo an der Ecke. Der ist auf der Straße aufgetaucht. Und hat hier einen Affen gemacht. Und hat mich belästigt. Explodierenderweise. Kann aber nicht wahr sein. So, ich gehe jetzt hier nochmal runter an den Tresor ran. Vielleicht kriegen wir den ja jetzt auf und dann machen wir die Quest. Wie jetzt? Wir waren doch schon... Waren wir nicht bis zur Hälfte schon runter gewesen? Ich hab dich im Auge. Oh, Entschuldigung. Ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt funktioniert das oder was? Bitte. Übertreib doch nicht. Ich bin noch arm wie Sau. Ich kann mir noch nicht mehr leisten, Mensch. Naja, gut. Nee, das Magazin, da kann ich das nicht rinnen. Nee, da auch nicht, weil das ist ein Revolver-Karbin. Du kannst es gerne versuchen, aber es wird nicht funktionieren. Ja, leck mich doch. So, warten Sie mal. Kann ich das jetzt hier... Nö, kannst du nicht. Das müsstest du komplett austauschen, aber darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Also, lasst uns questen. Ist jetzt bloß noch 400 Meter entfernt. Ich bin voller Taten dran. Ich brauche Munition. Ey, das ist ein bisschen, wie gesagt, und das war so ein ganz großer Dämonischen gewesen. Ich voll panikmäßig so, wah! Und er dann pum. Nee, er ist eh gepumm und dann hat er pumm gemacht. Hier sind schon ein paar Pummköpfe, sag ich dir. Naja. Das ist so schnell. Ich komme damit nicht klar. Es ist mir zu viel. Es kann doch nicht wahr sein. Nee, da muss ich hin. Nee, da muss ich hin. Scheiße. Ich habe extra auf gepasst, dass wir nicht sterben, Alter. Und dann sterbe ich offline. Das kannst du auch keiner erzählen. Gut, ich wurde darauf hingewiesen, dass die sehr, sehr hart ist. Stell mal den Schwierigkeitsgrad runter. Was willst du machen, wenn ihn da explodieren tut? Da kannst du rumdrehen, wie du willst. Naja, gut. Wie gesagt, es bringt nichts. Naja, gut, wa? Man könnte ja rein theoretisch schon mal vorher darin. Nur mal gucken und schnuppern. Wie da der Schwierigkeitsgrad ist. Erstmal langsam ranlupen. Es hat keinen Schwierigkeitsgrad. Es ist sowas von leicht, wollte ich gerade sagen. Den Tresor lasse ich mal nochmal sein. Hallo. Oh, nicht schon wieder. Es ist ein Grüner. Hauen Sie ab.
bin wohl. Also abbauen nützt ja nichts. Kann ich, nee, kann ich auch nicht. War wieder nichts für mich. So mag ich das. Naja, gut, Dietrich haben wir schon mal. Und ein Buch. Lerntechnischerweise. Und Steine. Und dann schmeißen wir, wenn ich genug Steine gesammelt habe, schmeißen wir im See rein. Das Problem hat sich von alleine gelöst. Der spielt gerade blub blub weg, war er. Und darin ist er sehr, sehr gut, wie ihr seht. Und genau in diesem Moment fängt es gerade bei mir wieder an zu regnen. Tja. Aber es ist bloß ein Tippelregen. Es tippelte so vor sich hin. Es stand aber auch bei mir so in den Nachrichten, dort den ganzen Tag so. Ne? Und jetzt, den ganzen Tag war Ruhe gewesen. Ne? Jetzt fängt es an zu regnen. Das war doch wieder klar. Immer wenn ich hier was mache, passiert immer irgendwas. Entweder wird gebohrt, es regnet, es... Was war denn das Ding? Motorwerkzeugteile. Muss ich jetzt auch noch drauf achten, was ich für Motorreparationsteile insammel oder was? Ja, geht's noch gut? Ach, naja. Umso mehr, umso besser. Mein Inventar kann es schon nicht aushalten. Ganz so ging ich. Und ich bin doch nicht mal bei der Quest. Das wird super. Oh, Schwarzpüffer. Reinigungstechnischerweise. Was machen die denn hier sauber? Dort sieht aus, als ob dahinter was versteckt ist. Eine Tasche. Mit einer Jacke. Na, das ist schön. Die ziehe ich jetzt an. Tragen. Jawohl. Ich fühle mich schon viel, viel sicherer. Die Sicherheit steht mir in die Sicht geschrieben. Alter, jetzt kann sie überall rumwühlen im Lokus. Aber ich hoffe, dass das nicht so tastaturmäßig hellhörig wird. Darauf habe ich natürlich nicht geachtet. Ob ich da irgendwas nachdrehen muss. Aber ich warte immer noch auf euer Feedback. Und warte. Und warte. War ein Scherz. So, mal kurz hier schauen. Hier noch geschaut. Schauen Sie mal nach oben. Ich sehe erstmal nichts. Das hat aber nichts viel zu bedeuten, wollte ich gerade sagen, aber schon wieder verkackt. Muss erstmal den Weg finden. Spür den Weg. Ich spüre den Weg nach draußen. Das ist schon mal gut. Und meine Nase. Spüre ich gerade wieder. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Der Kabin kriegt gleich ihn auf den Sack. Knickknack. Aber erstmal kann ich looten. Das geht immer. Alter, und wie gesagt, ich habe noch nicht mal die Quest angefangen. Steine kann ich auch looten. Ey, du kannst hier alle looten und da ist noch Holz drin statt Steine. Das ist ja mal krass. Es ist schon wieder 19 Uhr? Wo ist denn hier die Zeit hin? Wir haben doch gerade erst mal angefangen. Ich muss mal nachher, wenn ich Poissy mache, mal nachschauen. Also irgendwie ist das nicht meine Zeiteinstellung. Damit bin ich nicht zufrieden. Ich brauche meine Zeit zum Looten. Hallo. Das war schon immer so. Das prangere ich an. Verdammt nochmal, wie komme ich hier hoch? Spüre den Weg. Spüre den Weg. Ich versuche zu spüren. Du, ich spüre. Schneiber, Spürhund bin ich hier. Achso. Ich bin alter Spürhund. Na und nu.
Versuchen wir nochmal. So, Ecken springen und Ruff springen und wegspringen und rüberspringen. Oh mein Gott. Das ist ein Tresor. Ich gehe davon aus, dass da auch Zombies sind. Das ist Fälle zu ruhig. Alles in mir sagt gerade, flieh du nach. Hallo? Ist denn da wer? Ja, jetzt, du hast mir drin gelassen. Du Idi. Ich wollte jetzt gerade sagen, nicht, dass sie das auch neu geändert haben. Kabinett funktioniert nicht mehr. Das wären böse Erwachen geworden. Zum Glück ist es noch nie so weit. Bitte. Ich hab noch nie geskillt. Haben Sie Gnade. War ja klar. Ich muss erstmal skillen. Hey, Munition! Das ist aber mal Schnicke. Das freut mich ungemein. Ich hab's wie Punkte. Wann ist denn das passiert? nee, da kann ich nichts skillen. Nein, das, nicht, nö. Wo sind denn hier? Hat die schon gehabt, die Triche? Schatzsucher? Glücklicher Sammler. Da schon mal nicht. Da schon mal nicht. Wir haben es gleich. Oh, das müsste ich eigentlich auch machen. Wo ist denn hier? Da müsste da eigentlich... Das ist doch richtig hier. Besser verhandeln? Fortgeschrittener Ingenieur. Da ist es doch. Schloss knacken. Ich hab da gesagt. Ich hab's gesehen. Und ich werde jetzt schon anfangen, hier einen Punkt drin zu setzen. Das war das Finden. Jetzt sind wir nämlich findig. Sind wir nämlich findig, meinte ich. Also wir werden findig werden. Also findigerweise. Und da du mich angegriffen hast, kommst du jetzt mit. Nee, warte mal. Erstmal... Hast dir selber zuzuschreiben. Du Vogel, du. Hast du wohl nie alle. Ey, das ist ja wie original. Kennt ihr das nicht? Beim Umzug, bevor man was wegräumen tut, immer erst in den Sofaritzen kicken. Da ist immer was versteckt. Was ich da manchmal bei mir schon rausgeholt habe oder woanders. Beim Umzug oder so, abholen und so. Darf man ja nicht erzählen. Bei mir schon mal einen Fuffi gefunden. Und das Schlimme dabei ist mir noch mal aufgefallen, dass ich ihn vergessen hatte. Das ist das Schlimme. Ja. Echt, ey. Krass. Kannst du ihnen erzählen. Aber jetzt habe ich's. Naja. Hey. So. Da geht noch was. So, muss ich denn da? Ich muss da. Quest ist da. Also für so ein Stiff-Tool ist das ganz schön unstiffig. Und macht ja nicht Tatütata. Erst wenn es nicht, wenn es geknackt wird. Also... Hammer technischerweise. Hoffe ich, dass sie das nicht geändert haben. Falsch geknackt, Möglichkeit tatütata. Das wäre. Das wäre fatal. Bei meinem Glück würde nur tatütata machen. Und das wollen wir ja nicht. Also, ich will das nicht. Muss ich jetzt nie haben.
schön, dann, wie gesagt, dass wir jetzt eine Quest machen. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Ich bereite mich schon mal auf dem Ableben vor. Immer schön negativ. Weil dann kannst du nur positiv werden. Das ist umgedrehte Psychologie, wisst ihr? Wie gesagt, dass es ja eigentlich eine Einer-Quest ist. Darf es ja nie so schwer sein. Sag ich mir. Tja. Also, jetzt sind die 15. Wenn, ach so, nee, das ist ja bloß ach Mensch. Ist ja heilig beängstigend. Ich habe eigentlich jetzt gerade mit gerechnet, dass, sag schon, dass der Balken länger wird, das meinte ich. Ach, den mache ich jetzt weg, scheiß drauf. Na komm. So, ich geh mal weiter. Wa? Da ist ein Kotzi. Warum ist der gerade stehen geblieben? Und warum wird mir diese Jacke da unten angezeigt? Atomtechnischerweise. Bin ich ein Atomkind? Kind des Atoms? Das ist das Zeichen zu verschwinden. Das ist mein Geräusch. Und da weiß ich Bescheid. Ich sollte nicht da sein. Sondern woanders. Und noch ein Hund. Durch. Der brennt ja förmlich. Na toll. Und das Schreimutschin. Die jetzt schon ankommt? Also rein theoretisch bin ich ja nicht zu sehen. Ich würde die aber gerne jetzt sofort killen. Och nee. Fatal! Das ist die nächste. Keine Munition im Lauf! Fatal. Ich hab's doch gesagt. Sorry. Schick dir meinen Knüppel rein, Junge. Jetzt nicht mehr. Och Mann. Hier ist ganz schön was los. Und ich bin auch nicht mal drinne. Ich nehme mal jetzt an. Ne? Hey, du bist tot. Du solltest tot sein. So war der Plan. Geh jetzt hier hin, bis es sich beruhigt hat. Hat sich beruhigt? Beruhigen Sie sich. Kann ich ja wieder Licht anmachen, ne? Oh, schon besser. Es ist nicht mehr so beängstigend. Aber das kann ich ja nur sagen, weil ich noch nie da unten war. Zwei Schreimadams. Gut, das ist Nacht, ne? Was hat mir dabei gedacht? Nix. Erstmal nichts. Tja. Buh. Gut, das geht hier lang. Da ist einer. Jetzt ist er erstmal knielos. Jedenfalls wird er keine Probleme mit seinen Knien haben. Diese Probleme habe ich ihm genommen. Gut, ich habe mir jetzt gerade einen gebildet. Ich habe da ihn gehört. Flatternerweise. Also zum Glück haben wir noch nicht hier so eine Drohne mit fliegenden Zombie-Dinger gesehen. Die habe ich bis jetzt bloß einmal gesehen. Das hat mir aber auch gereicht. Wieder runter. Gefällt mir nicht. Sind nicht so freizügig.
Siehst du? Ja, ist doch gut. Geh jetzt wieder hoch. Streck mir mal bitte deinen Hut auf. Dein Gesäß ins Gesicht. Ah, jetzt komm ich. Zwillingsschwester oder was? Boah, Alter, mein Treffer-Tote lässt er auch wieder nach. Ich hab so das Gefühl. Nein. Scheint sie wieder beruhigt zu haben, wa? Einfach mal Klappe halten. Ich beschmeiß dir einfach die Stühle. Mit Stühle. Schmeiß ich den am Kopf. Und dann ist es auch gut. Für mich. Es wird dieser Moment kommen, in dem ich mich bald nicht mehr bewegen kann. Nicht, weil sie mir die BD gebrochen haben, sondern wegen Überfüllung von Loot. Ja, so wird es hin. Ist sie noch auf dem Lokus? Oh, jetzt. Ach, hier ist der Loot. Schön. Bleiben Sie drinne. Hab ich vor. Joa. Oh, alter Spitze. 100 Schuss. Gleich mal wechseln. Weil ich hab bloß nur 8 Schuss und ich kenn mich. Der wird mir aussehen, die Munition, wenn ich voll am Ballern bin. Bin noch nicht total beballert. Nee, nee, Freundchen, so nicht. Oh, alter, Munition. So fliegt will er die andere Munition auf. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So gleiche ich mein Defizit aus. Ein Defizit. Die Welt steht still. Ein Defizit. Hey, Munition. Nee, das scheint nicht richtig zu sein. Links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus. Der Wahnsinn hat mich eingesperrt. Sieht man das, oder? Ich bin wieder unten. Wer noch? Sehr eine Verarschung. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal. Ich und meine Überladenheit. Fühlt mich auch nicht leichter. Ich weiß, macht überhaupt keinen Sinn, weil ist ja immer noch da. Haha. So. Cut, yes, 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 yes. So, das würde bedeuten, ich täte da irgendwas übersehen haben, Zombie technischerweise. Das kann ja nicht sein. Ach nee, ich brauche ja bloß ein Paket suchen. Da war ja was. Mann, das habe ich ja fast vergessen. Oh, schön. Ich habe eine Mission. Militärzeug? Das ist korrekt. Warum kam? Warum? Hat das einen Grund? So, die Farberin, ja. So. Jetzt habe ich sie auch blau. Blau, 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 putzt die Sau. Yo. So, ich habe die richtige Höhe. Jetzt muss ich bloß noch ein Paket abholen. Das ist, hinter dieser Wand. Hinter diesem Bild. Hinter diesen
Da unten. Was sind die da? Eine DVD-CD. Eine CD-DVD. Was, wie jetzt? Oh, oh. Hab ich's nie gesagt? Oh, I love Teddy. Und eine Wärmflasche. Aber cool, was das hier so alles gibt, wa? Bringt mir bloß jetzt nicht weiter, was die Überfüllung angeht. So ein paar Sachen muss ich ja mal loswerden, wa? Das ist ganz schön viel. Das Küken schmeiße ich weg. Ich kann das Küken nicht hier einfach vor der Haustür setzen. Das geht ja mal ja nicht. Das kann ich eh machen. Ich bin nicht so ein Unmensch. Ich schieße zwar auf Hühner und all sowas, aber das kann ich nicht. Das hat sich komisch angehört. Da will ich jetzt nie draußen sein. Ich hab die Lösung. So, gut. Es hört sich an wie eine Spinne. So hören sich hier Spinnen an. Ich will keine Spinne hier haben. Ich gehe jetzt wieder da hoch auf dem Dach. Dass ich die Nacht aussetzen kann. So rum. Wie immer. Also, beim Springen sollte ich so machen, ne? Gut. Okay, Leute, passt auf. Ich mache jetzt das Licht aus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Nacht vorbei ist und ich die Quest abgeben kann. Ist ja nicht mehr lange. Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Gut. Ich kann schon mal so sagen, Aufnahme technischerweise ist alles okay. Also der Sound haut hin, ist ein bisschen laut und vielleicht habe ich noch ein paar Störinferenzen drin oder wie das heißen tut. Aber jetzt nicht vom Sound her, sondern eher hier von PC heraus und so. Das muss ich noch ein bisschen besser einstimmen. Also das hat funktioniert. Ich muss eben halt bloß noch die Lautstärke ein bisschen nachregeln. Aber das ist besser als vorher, ne? Also zum Glück ist das uns rechtzeitig, aufgefallen. So. Jetzt muss ich erstmal hier wieder raus, ne? Tür. Ich hab so das Gefühl. Wir haben Besuch. Gut, den Schuss hätte wahrscheinlich genügt. Genügt hätte der. Eine Wanderhorde. Aha! Toll! Super! Spitze! Ja! Wunderbar! Und ich muss nochmal, warten Sie mal ganz kurz, ich bin gleich wieder zurück. So, da bin ich auch wieder. Ich hab so das Gefühl der leichten Übersteuerung gehabt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, deswegen halt ein bisschen zurückgedreht. Habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Habe ich mir gedacht, kann nicht schaden. Wie was höre ich da in 2 Sekunden mal nichts auf dem Öhrchen? Und sterbe lieber erst eine Runde. Aber wir haben die Quest nie verloren. Ich hab's bestanden. Ich musste bloß nur abgeben. Krass. Komischerweise hast du das Soundding anzeigen tut, so eine leichte Übersteuerung. Aber OBS sagt, alles ist okay. Alles ist okay. Und wenn OBS das sagen tut, dann vertraue ich erstmal im ersten Moment OBS. Schauen wir mal, wa? Weil wie gesagt, Lautstärke und so kann ich im Nachhinein immer noch einstellen, ne? Also. Ein Hühnchen! Ein wunderschönes Hühnchen! Komm her, du Hühnchen! Ich hab heute schicken Nuggets. Entschuldigung. Da muss ich hin. Moment mal, die Quest kann ich da so oder so abgeben. Der spart mir den Weg. Nein! Es ist auch noch abgeschlossen! Joel hat neu geschlossen! Der Penner, der soll sich an andere Mods ein Beispiel nehmen. Ist ja mal eine Frechheit. Was soll das? So, warten Sie mal, wo ist denn jetzt mein Stuff? Ich laufe jetzt gerade hier die nächsten Zombie in die Arme. Und Scheiß, Alter, wo ist denn das denn? Da ist es. Warum wird das nicht markiert? Ich markiere das mal. Ich bin natürlich in der falschen Richtung gelaufen. Na toll. Ist ja mal spitze.
Ja, gut. Jetzt haben wir auch mal einen Tod auf der Kamera. Nicht nur offline. Also ich schaffe es nicht nur so zu sterben, ich schaffe es auch so zu sterben. Also sternmäßig kann ich das. Ja, hier waren wir schon mal. Das Doof ist, wenn mir jetzt irgendwas entgegenkommt tut, dann habe ich den Arsch offen. Wie man so schön sagt. Das Tatütata, das darf nicht hier sein. Das muss im Realleben sein, weil hier sollte kein Tatü sein. Da ist so ein Leuchtevieh. Die Horde ist weg, das ist immer wieder klar. Erst hier ihn auf Stunk machen und dann verschwinden. Es ist ein Geist. Der nicht ganz geistreich ist. Okay, vielleicht denn doch. Ja, ich kann doch nicht anders. Was soll ich denn? Och Mann, spuck hier nicht rum, du. Ey, nee, jetzt ist die Horde da. Hinein in die Hütte! Hör hier auf, hier rumzuspielen! Oh, du willst mich verarschen! Kann nicht wahr sein! Werdet nicht cleverer gewesen, ins Haus rin zu gehen und dann zu schießen, vielleicht? Aber auch bloß vielleicht. Wer weiß das schon? Leute, jetzt muss ich mir bloß noch überlegen, wie ich nach Hause komme. Aber hier sind wir schon mal durch, würde ich mal sagen. Ich muss die irgendwie hier... Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wenn ich den hier wegkriege, hast du den anderen vor dir. Gut, vielleicht kommen sie hier rein. Vielleicht kann ich ja auch hier so 1-2 Meter entkommen. Ich muss bloß ein paar Meter Abstand hier halten. Und ich sehe gerade meinen Knüppel nicht. Ich glaube, ich hab's geschafft. Erstmal. Alter, das kann nicht wahr sein. Aber wir haben's geschafft. Der ist da, ja doch. Also hier sind wir schon mal weg. Alter, ich hab die Schnauze voll. Alter, Falter. Es hat ja bloß 6-mal gedauert. Also ich bin 6-mal mindestens gestorben. Mindestens. Und warum? Weil der Kabinenwiller überladen ist. Weil er wieder den Hals nicht vollkriegt. Das ist doch immer dasselbe. Das ein und dasselbe. So, jetzt muss ich kicken, dass ich von jedem Haus und alles, was so gefährlich ist, erstmal mit bisschen Abstand halte. Und ich habe jetzt nämlich hier schon Zeug hier reingezogen, weil der wird nämlich dann trotzdem abgezogen. Aber das reicht mir nicht, wenn ich mit 30 überfüllt bin. Mit 30. Aber gut. Jetzt muss ich, wie gesagt, vorausschauend laufen. Wenn es geht. Aber nur, wenn es geht. Meistens geht es nicht. Dann sollte ich die Stadt meiden, wa? Hm. Hau ab! Bin schon gestorben! Mehrmals, lass mir in Ruhe. Es kommt doch noch ein Kotzi, Alter. Ich kotz mich an. Ja, hier bin ich.
kotzt hier die ganze Gegend voll. Pass auf, gleich ist die ganze Horde-Villa hier. Ich glaube, das wäre der Moment, wo ich dann sage, nö, feiset. Das sollte für heute gewesen sein. Ich brauche einfach bloß eine bessere Bewaffnung. Das ist das Rätsel zur Lösung. Mehr Munition und bessere Rüstung. Da hätten sie auch schlecht ausgesehen. Jo, jo. Jetzt muss ich bloß eine Ecke finden, dass ich hier rüberkomme. Nö, das sieht gerne ein. Jetzt macht er ihn auf Larry oder was? Ich glaub mir Hax. Kleiner Wadenkneifer, der. Ich wurde von ganz anderen Viechern vermöbelt. Ja? Stell dich mal hinten an, Junge. Oh, Alter, ich bin froh. Ich bin froh, dass ich vielleicht hier bin. Oh, Alter, hier ist es schön entspannt und so. Schön ruhig, leichig, nicht hier weg mit dir. Oh, Alter, und das sind schöne, harte Blöcke. Hart in ihm. Nicht so wiege. So. Gut. Also. Ein Herz für Zombies. Na toll. Aber wie gesagt, die Plakate sind schon geil. Sehr nice. Nice vor allen Dingen. Mann, ich brauche wirklich eine Pause. Also, halten wir fest. Ich kann ja jetzt mal schnell schauen. Gestorben sind wir heute. Vorhin, offline, das nehme ich ja weg, aber fünfmal bin ich jetzt hier gestorben. Ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber wenn ich was verliere, möchte ich das Wille haben. Da bin ich engstirnig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das hätte auch jetzt auch so eine Stunde weitergehen können, aber auch nicht mehr viel weiter, weil dann hätte ich nämlich Rage Quit gemacht. Einfach so. Hätte ich gemacht. Einfach so. Hätte gerne diskutiert. Aber zum Glück stehen wir darüber. Also, ich habe jetzt markiert eine Werkbank. Die werden wir nämlich jetzt brauchen. Und die werden wir aber auch zusammenkriegen. Das ist nicht das Problem. Warten Sie mal ganz kurz. Oh. Warten Sie mal ganz kurz. Das kann nicht sein. Das kann ja ruhig darin. Das haben wir gleich. Ich will mich bloß ein ganz kleine bisschen schneller bewegen können. Ganz kleine bisschen. Nee, warte mal, ich muss wieder zurück. Hallo, ich kenne mich. Das ist ja mal wohl klar. Zeigt der schon wieder rein gepackt? Ja. So, oi, oi, oi. Da ist es nicht, aber das kann trotzdem da mal raus. Da ist es auch nicht. Das ist unten, wa? Ich hol das mal schnell hoch. Miau. Schon besser. Ich hab da gesagt. Oh, das hat 25 gekostet, wa? Oh, shit. Oh, shit. Das ist ein Problem. Hat der Händler eine Schmelze gehabt? Das ist jetzt die Frage. Warten Sie mal. Hä? Was schreibe ich denn da? Schmelzofen. Holz. Das sollte möglich sein. Dann würde ich jetzt erstmal dazu plädieren, das nochmal zu korrigieren und mir sowas zu bauen. Ja, das ist gut. Dann kann ich mir nämlich auch andere Sachen herstellen. Ja, so machen wir das. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Ja. Mann, nun hör auf mit dem Licht rumzuspielen. Das ist ja wie eine Sucht ist das da. So, du Suchti.
So, wo sind denn die Piepen hin? Ich hatte ja... Ach, da sind sie doch. Leder habe ich. Klebestreifen hatte ich auch irgendwo. Wenn nicht, dann kann ich mir so auch herstellen. Denn ich habe ja auch Klebezeug da. Stoff. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwo schon mal Stoff gesammelt habe. Auf jeden Fall jedenfalls erstmal hier. Zerlegen. Da ist er doch. Der gute alte Stoff. Ist doch alle da. Gar kein Problem. Rezept, pass auf, jetzt kannst du es nicht herstellen. Dann würde ich aber brüllen. Brüll, brüll. So, Klebestreifen ist auch fertig. Holz brauche ich jetzt noch und dann brauche ich noch Pflastersteine. Das kriegen wir auch hin. Sobald ich meine Steine gefunden habe. Die wiederum sind... Weg. Die sind weg. Nee, da sind sie doch. Pflastersteine. Rezept. So, und jetzt Holz. Holzklotz. Muss ich den bauen oder? Ja, da ist ein Holzklotz. Wir bauen uns eine Schmiede. Eine wunderbare Schmiede. Und dann schmiede ich uns demnächst einen Tisch. Jawohl. Wenigstens eins. Hier ist ja auch noch Leder. Wie gesagt, ich werde das jetzt hier alles auseinanderfurchen. Das Glas, wie gesagt, muss ausgetauscht werden. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Oder ob ich die Front erstmal so lasse. Keine Ahnung. Weil, wie gesagt, die brauchen bloß immer gegenspucken und dann haben wir hier Balu der Bär. Was? Also muss mindestens Panzerglas oder sowas werden. Weiß ich noch nicht. Aber das kriegen wir schon hin. So, eine Schmelze. Das ist das Rätsels Lösung. Darauf können wir jetzt aufbauen. Alter, ach du Scheißen. Ich mach mal das Holzding hier weg. Ich lass das mal kurz sein. Das ist besser. Oh, hier ist aber auch ganz schön kaputt. Das Glas. Habe ich hier einen anderen Raum? Nee, das ist auch nicht so ideal. Hier, das ist ja eigentlich besser. Muss ich zwar 1-2 Meter laufen, aber hier ist der Steinwand. Hat einer einen Einwand? Ich glaube nicht, ne? Das ist doch besser, weil, wie gesagt, mache ich ja hier oder so irgendwie zu. Und, ja, nicht hier, aber weiter unten. Dann mache ich hier einen Durchbruch oder so. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Na gut, Leute, dann würde ich mich erstmal für heute verabscheuen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Und, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Und seid auch morgen wieder dabei. Wenn es heißt... Mal gucken, ob wir ihn auf den Sack kriegen. Also bis dann, ich bin raus. Tschüss.